Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, wir wissen alle, wie die Bibel uns wichtig ist. Und manchmal scheint es, dass es Gegensätze in der Bibel gibt. Zum Beispiel, ich lese in Markus 8, 35, denn wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Ja, das Leben verlieren, dann wirst du es behalten. Wenn es behalten wirst, dann wirst du es verlieren. Ich denke an die Märtyrer. Es sind viele Leute für Jesus gestorben. Man hat sie gegen die Wand gestellt und gesagt, also wenn du dich nicht von Jesus absagst, dann werde ich dich töten. Und viele haben ihr Leben gelassen und sind heute diese Leute, die eigentlich das Land gerettet haben. Wir lesen, wie Gott von diesen Märtyrern spricht. Die sind heute in einer Herrlichkeit. Sie haben ihr Leben in der Ewigkeit bekommen. Und viele haben Kraft und Freude bekommen, um das zu tun. Aber es gibt welche, die haben so viel im Leben zu tun. Die meinen immer für ihr Leben, sie müssen das und das und das tun. Aber für Jesus haben sie nie Zeit. Und diese Menschen haben hier im Leben vielleicht vieles erreicht, aber sie haben ihr Leben verloren. Interessant. Oder schaut mal, wie es steht in 2. Korinther 12, 10. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ja, Apostel Paulus sagt, wenn er schwach ist, dann ist er stark. Und das ist wirklich ein starker Mann gewesen, der hat viele Sprachen gesprochen, der war sehr klug, der war sehr intelligent, der war sehr, sehr gebildet und so. Aber er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wie soll ich das verstehen? Aber verstehen kann man es einfach, wenn man es lebt. Ich bin im Leben oft in Situationen gewesen, wo ich gesagt, Jesus, ich weiß nicht wie, helf mir, ich kann es nicht ohne dich. Und auf einmal kam Hilfe. Auf einmal haben sich die Türen geöffnet. Und manchmal bin ich einfach sicher in eine Arbeit reingegangen, habe gedacht, ich kann's, und dann ist nicht gegangen. Die Türen haben sich geschlossen. Das heißt eigentlich, wenn ich schwach bin, das heißt, ich baue nicht auf mich, nicht auf mein Wissen, nicht auf meine Kenntnisse, auf meine Stärke, aber ich baue auf Jesus und sage, Jesus, wirke du. Und morgens, bevor ich beginne, etwas zu tun, bete ich, Jesus, helfe du heute. Ich weiß, mit dir werde ich es schaffen und ohne dich bin ich nichts. Das sind so wichtige, wichtige Sachen, die wir einfach auch lernen müssen. Das sind keine Gegensätze. Das klingt so, aber wenn man es lebt, da sieht man, da ist der große, große Sinn dabei. Ich lese noch aus 1. Petrus 5, 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untertan untereinander und haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Schaut mal, die hoffärtigen Menschen, die eigentlich so versuchen, alles aufs höchste Niveau im Leben bringen und immer also das Größte haben und sich dann auch, sie sehen sich dann auch groß. Und die meinen, sie können alles alleine machen. Aber dann heißt es, also sie müssen sich demütigen, weil Jesus sich gedemütigt hat. Jesus ist selbst, er war Gottes Sohn im Himmel. Alles war ihm untertan und er kommt auf die Erde. Und er nimmt eine Gestalt eines Menschen und er lebt und er wird verfolgt und er erlebt alles, was so auch die Menschen erleben. Und dann also wird er wirklich verurteilt zum grausamen Tode. Der wird geschlagen und nimmt doch den schlimmsten Tod, den es je gegeben hatte, vom Kreuz hatte zu sterben. Der erniedrigte sich selbst. Und das ist interessant, wir haben diesen Osterpark besucht. Ja, in Stuttgart gibt es wunderbaren Osterpark, der wird von vielen Gemeinden, also ja, wurde es alles so getan, dass man, wenn man reingeht in den Osterpark, dann erlebt man die Zeit, wie vor 2000 Jahren es so in Jerusalem sein könnte. Und dann, ja, sogar die Tiere, wie die Leute den Markt aufgebaut haben. Und dann kommt man in einen Bereich, wo man Jesus begegnet. Ja, ein junger Mann hat sich so verkleidet und er kommt wie Jesus. Und auf einmal sagt er einem aus der Gruppe, setz dich hin. Und dann setzt sich dieser Junge und zieht seine Schuhe aus, zieht die Schuhe aus, dann wascht er ihm die Füße. Und es war so unerwartet von vielen Leuten. Da war jemand, der ist von Kindheit geht in Gottesdienst, aber bei ihnen ist es nicht so in der Versammlung, dass sie Füße waschen. Der sagt, ich habe sowas erlebt bis zu Tränen. Selber Gott, Jesus, erniedrigt sich um Füße waschen an jemand. Und das ist diese Demut. Er erniedrigte sich selbst. Stellt euch vor, wie es hier wunderbar steht. Alle sind untereinander,
einander untertan. Sie leben so, da gibt es nicht so die ganz Große, die dienen, die herrschen. Aber es gibt Leute, die untereinander untertan sind, einander. Ich denke, das ist die beste Gesellschaft dieser Welt, wo jeder dem anderen untertan ist, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst. Scheint ein Paradox sein in dieser Welt, aber so kann man nur wirklich glücklich sein und miteinander leben. In Lukas 14,11 heißt es, denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Das ist das wunderbare Wort. Möge Gott uns da helfen. Möge er Gnade geben, dass wir in der Bibel, gerade in diesen starken Worten, die als Gegensätze scheinen, dass wir hier erleben, wirklich, wir sollen so werden, dass nur Jesus in uns spürbar ist, dass wir uns wirklich zurücksetzen. Und der Herr wird uns segnen. Und Gott segne auch euch heute. Amen. Thank you.